So, meine Freunde, da bin ich wieder. So, da ist jetzt der zweite Teil. Wir gehen jetzt mal hier die Baumaschinen, die wir uns geleistet haben, mal zum Hof bringen. Dann noch den der Hof ist noch nicht so fertig, wie ich ihn haben möchte. Das ist klar. Ich muss mir jetzt auch gleich ein paar neue Felder kaufen. Das ist selbstverständlich. Fährst du mal schneller? Hier ist ein Baum, Kauwitz. Yeah! Elefantenrennen! Aber war ja gerade kein zweiter Bauer. Also Elefantenrennen nennt man deswegen so, wenn zwei LKWs sich auf der Autobahn ein Rennen liefern, dann nennt man das Elefantenrennen. Kommt. Also, ich habe ja euch eben gesagt gehabt, wenn ihr das erste Video gesehen habt von LS19, den ersten Teil, habe ich ja gesagt, dass ich ja mit Steuerrad fahre. Mit dem Steuerrad fahre ich dann nur, wenn ich Felder mache. Also Erntehelfer wird Felder sehen und ich gehe dann hin, sobald sie das fertig gesät ist und erntereif ist. Nee, der kann hier mal stehen bleiben. Was brauche ich denn? Anhänger. Wo haben wir die denn jetzt hier? Anhänger. Denn ich habe eine wichtige Sache vergessen. War das jetzt der oder dieser Anhänger? Ja, ich nehme einfach jetzt den hier. Wir nehmen jetzt einfach den PKW-Anhänger. Denn ich brauche, weil ich ja ein Bauernhof bin für Kühe, brauche ich Milchpaletten. So, das Gute ist ja an denen jetzt ja schon wieder, man kann sie so leicht nehmen. Kann ich Spanngurte drauf machen? Ja, da ist das doch.
Alles kein Problem. Muss ich zwar mehrmals fahren, aber das macht ja nichts. Jetzt zeige ich euch mal, wie man die Gabelstapler fährt. Aufsteigen einmal, weil ich was vergessen habe. Weil sonst geht die Palette laufen. Und das wollen wir ja nicht. Das ist schon mal die erste Tour, die wir fahren. Ich hoffe, die erwischt uns die Polizei jetzt nicht. Die stellen wir mal zu lange hier ab. Weil die kommen nachher, wenn wir die zum Hof gebracht haben. Kommen die alle hier rein. Hier kommen die dann rein. In der hintersten, in der Ecke hier. Da kommen sie rein. Schon mal einmal so. Ich gucke jetzt einfach, ich versuche es jetzt einfach, den da so hinten drauf zu quetschen. Hätte einen anderen Anhänger nehmen müssen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich sag jetzt mal, solange wie er nicht runterfällt, sieht schon ulkig aus. Gebe ich ehrlich zu, aber solange wie er nicht runterfällt, warum auch nicht? Nur mit der elektrischen Hebemeise. Da mache ich mir jetzt ein kleines bisschen Gedanken drüber. Wie kriege ich die zum Hof?
gucken. Wir nehmen erstmal hier die Paletten runter. Stelle ich erstmal dahin. Den Anhänger, den werde ich trotzdem mal behalten. Man weiß nie, wo man für den gebrauchen kann. Bräuchte ich noch andere Paletten? Die könnte man auch gut gebrauchen. Die fassen 3000 Liter. Für Milch. Nee, nicht für Milch, für Unkraut. Die ist ja für Milch und... was ich dann noch gebrauchen werde ist... Aber da werde ich mir noch ein paar DLCs runterladen. Für... wie heißt das jetzt hier nochmal? Für den Schuppen. Weil wir brauchen ja noch ein paar Fahrzeugschuppen. Den Rasenmäher werden wir kaufen. Dann brauchen wir noch eine Erntemaschine. Dann nehmen wir auch. Nee, ist das jetzt für Feldmaschinen? Ist das jetzt hier mit der ganzen Erntemaschine? Ja. Dann nehmen wir. Nee, Zwillingsreifen will ich nicht. Standard reicht. Schneidewerk ist da unten. Das genau die. Und ja, da kommen jetzt einige Sachen, aber da will ich aber erst nachher weitermachen, denn wir müssen ja auch noch den Weg ebnen zum Hühnerstall. Und wir hier Fahrzeugschuppen hinmachen. Ein Bunker muss ich auch noch hier hinsetzen. Welchen Bunker nehme ich denn dafür? Thank you.
Ich denke mir mal, der wird erstmal tun. Und dann passt das schon. Weil hier will ich dann ungefähr Fahrzeugschuppen. Weil wir müssen ja auch die ganzen Fahrzeuge irgendwo unterstellen. Dann, was kommt, da kommt noch reichlich hinzu. Also Felder müssen wir kaufen. Weil ich habe ja jetzt zwei Felder ja weggemacht. Da muss ich Felder kaufen. Da kommen wir eigentlich reichlich hinzu. An Werkzeug, an Maschinen. Aber die werde ich dann euch alle später vorstellen. Die Maschinen, die ich dann geholt habe. Und der Hof wird dann richtig schnuckig aussehen. Und ja, da kann man so vieles machen. Man kann, glaube ich, auch hier. Kann ich, oder täusche mich da jetzt? Ich habe mich jetzt da getäuscht. Ich glaube, das war aber hier dann genau. Hier kann man zum Beispiel die Tür aufmachen und mit dem Traktor drauf fahren. Nur warum mit dem Traktor drauf fahren? Mit dem Trecker. Wenn man auch Kühe hat. Weil das ist ja eigentlich Kuhstall. Und hier kann man dann die Ware abholen. So, hier kommt das Futter rein für die Tiere. Dann muss ich mit dem Trecker, da ist das Blödeste dran gemacht, muss man hier durchfahren, dass man den Boden auslegen kann mit Stroh. Aber das ist ja alles kein Problem. Die Kühe hauen ja Gott sei Dank jetzt nicht ab. Deswegen. Wenn es euch das Video gefallen hat bis jetzt, auch den ersten Teil, dann lasst einen Daumen nach oben. Falls nicht, lasst ihr einen Daumen nach unten.